Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr verregneten Video mit dem brandneuen Skoda oder auch Skoda Karoq, das Facelift 2022. Und wir starten direkt mit einem kleinen Quiz. Seit 2017 ist er auf dem Markt, über 500.000 Mal verkauft in 60 Ländern und letztes Jahr Platz 3 in der internen Skoda Verkaufsstatistik. Jetzt dürft ihr mal raten, wer auf Platz 1 und 2 noch vor dem Karoq lag. Wir legen los mit den Designänderungen. Zum einen, wir haben ihn euch ja im Studio schon mal gezeigt. Hier haben wir jetzt was ganz Besonderes, nämlich die Farbe, die wir euch noch nicht gezeigt haben, Graphitgrau. Kommt jetzt hier bei diesem trüben Wetter nicht so gut rüber, aber ich finde, steht ihm richtig gut. Wir haben jetzt hier übrigens auch die Sportline. Die ist meines Wissens jetzt zum Stand heute noch nicht in der Preisliste, wird aber bald folgen. Ist so gesehen die Top-Variante und hat dementsprechend hier und da auch noch ein paar sportliche Details. Unter anderem hier am unteren Teil der Frontschürze ein bisschen anders aufgemacht. Was sie aber alle gleich haben, ist dieser komplett geöffnete Grill, der eine Breitenbetonung hat. Und die neue Lichtsignatur mit diesem Vier-Augen-Gesicht, so wie in unserem Fall hier mit dem Matrix-LED, auch noch mal ein bisschen hochwertiger unterwegs. LED haben sie übrigens alle serienmäßig. Und neben schwarzen Details, hier beispielsweise an den seitlichen Lufteinlässen, die auch wirklich durchgängig sind, gibt es natürlich auch hier einen schwarzen Grill, der komplett senkrecht stellt. Also auch hier wieder eine kleine Änderung in der Aufmachung. Die großen Veränderungen beim Karoq Facelift sieht man wirklich hier vorne und ich finde, die machen einen deutlich bulligeren Eindruck, als es noch vor dem Facelift der Fall war. Gut, seitlich tut sich bei einem Facelift selten wirklich viel, aber auch hier haben wir ein paar Veränderungen. Die fangen insgesamt auch schon an mit den Veränderungen an der Frontschürze, denn der CW-Wert liegt im besten Fall bei nun 0,3. Kommt zum einen mal durch die Air Curtains vorne, durch den bei unserem Fall mit dem Allradantrieb sogar komplett verkleideten Unterboden und durch die unter anderem auch neuen Räder. Alle Räder so gesehen neu, teilweise davon Eco, teilweise sogar auch andere rollwiderstandsoptimierte Reifen drauf. Wir haben jetzt hier die 18 Zoll, die auch wieder diese Air Curtains mit drin haben, diese Air Blades. Finde ich, macht einen ganz guten Look. Größer geht natürlich auch, kleiner geht aber genauso. Und Sportline-Plakette, schwarze Details hier an der Seite, schwarze Dachreling, silberne Dachreling wäre optional verfügbar. Und die letzte kleine Änderung ist dann auch wieder hier hinten, einmal die Finlets und der verlängerte Dachspoiler, der bei diesem grottigen Wetter auch einen kleinen positiven Nebeneffekt hat, dass die Scheibe nicht so schnell dreckig wird. Und der Spoiler ist nicht nur verlängert, sondern hat auch hier nochmal so eine kleine sportliche Einbuchtung. Ansonsten keine allzu großen Veränderungen am Heck. Die großen Veränderungen sind vorne. Aber auch hier LED-Rückleuchten, in den höheren Ausführungen dann auch dynamische Blinker, sowie mit der Sportline hier auch nochmal eine andere Heckschürze, sowie, tada, schwarze Embleme, die mit diesem Grau einen doch ganz extrem sportlichen Look fabrizieren. Kofferraum so gesehen, keine Veränderung, 521 bis maximal 1630 Liter. Wer mehr möchte, bekommt auch mehr, muss dafür nur die optionalen Varioflex-Sitze bestellen, denn die kann man komplett rauswerfen und kommt dann auf bis zu 1800 Liter Kofferraumvolumen. Und je nach Antriebsart kann man natürlich auch ein bisschen was anhängen, variiert je nachdem, welche Variante man hat, insbesondere mit oder ohne Allradantrieb, wie viel er dann kann. Und ich glaube, das ist auch neu, hier diese kleinen Griffe, um eben ganz elegant die Rückbank umzuklappen. Und dann kommen wir noch schnell zum Antrieb, den wir hier haben. Ohne Haubenlift, aber der ist auch noch mit dabei. Das ist die Top-Motorisierung mit 190 PS, der 2 Liter Turbo-Benziner, den es exklusiv in der Sportline gibt. Kommt dann auch direkt mit 4x4 Allradantrieb sowie 7-Gang DSG. Beim Allradantrieb kleine wichtige Änderung. Wir haben hier die Lamellenkupplung der 6. Generation. Die ist unter anderem 0,8 Kilogramm leichter als die der 5. Generation und hat vor allem eine intelligente, integrierte Systemelektronik, die das Umschalten von Front- auf Allradantrieb deutlich schneller und effektiver macht und dabei schlussendlich natürlich auch ein bisschen an Sprit spart. Und dann werfen wir einmal kurz einen Blick in den Voreinstieg. Super bequem. Fahrersitz ist auf meine 1,80 Meter eingestellt. Knietechnisch, Fingerlänge Platz nach oben. Sehr, sehr, sehr luftig. Trotz hoher Haare über die gesamte Handfläche geht da dazwischen. Von den Materialien, kleiner Unterschied zu vorne. Denn vorne ist dieser obere Bereich weich, sodass man auch ganz laissez-faire hier die Hand drauflegen kann. Ansonsten auch hier harter Kunststoff, genauso wie vorne. Und ihr seht es ganz dezent. Hier steckt die erweiterte LED-Ambientebeleuchtung dann beledert im Türgriffbereich, beziehungsweise hier dann wieder harter Kunststoff. Große 1 Liter
überhaupt kein Problem in diesem Fall. Wie gesagt, wir haben hier die normale 60-40 Rückbank. VarioFlex kann ich für clever Ausnutzende nur empfehlen. Ist super System, haben wir einmal beim allerersten Mal gezeigt. Super clever. Ich rutsche einmal hier rüber. Sehr weiche, angenehme Sitzfläche, sehr hartes, na, geht, angenehmes Rückenteil eigentlich und sehr luftig hier in der Mitte. Das heißt, von mir sollten hier auf jeden Fall drei hinpassen. Die äußeren können sich dann in unserem Fall auch über Sitzheizung freuen und wir haben auch hier die Steuerung für die 3-Zonen-Klima sowie da unten einmal den flachen Euro-Stecker mit 230 Volt, einmal USB-C und einmal 12 Volt. Und darf man natürlich nicht vergessen, hier auch noch die Armablage mit zwei Becherhaltern und einem Larissa Smoothie Holder. Und weiter noch kurz mit dem Innenraum. Je nachdem, welchen Stand man beim Karoq hat, ist es nicht alles komplett neu. Teile davon gab es schon in dem Modelljahr davor, so als kleines Mini-Update, unter anderem Lenkrad, unter anderem Infotainment. Jetzt, so wie es hier aussieht, ist aber alles 2022. Das heißt, in unserem Fall das optionale Sportlenkrad, auch beheizt. Kann man auch nur als Sportlenkrad ohne Lenkradheizung wählen. Und Serie ist nur dieses Zweispeichen-Lenkrad. Wichtig beim Lenkrad, je nachdem, welche Assistenzlevel man bucht, wird daraus ein kapazitives Lenkrad. In der Serie ist es kein kapazitives Lenkrad. Hier der große 9,2 Zoll Touchscreen auf dem für den MQB, also den Querbaukasten für die Verbrenner, aktuellen Stand. Serie 6,5 Zoll Display Musiksystem. Eins größer wird dann mit 8 Zoll. Da kommt dann unter anderem auch schon Wireless SmartLink mit dazu. Das heißt, man kann hier Apple CarPlay zumindest wireless nutzen oder auch mit Kabel. Wenn man sowieso beides nutzen möchte, ist beides mit dabei. Und hier das dann die große 9,2 Zoll Variante. Zu den Ausstattungen per se wird aber nochmal ein extra Video auf Autofree Extra kommen, denn da haben sich mit dem 2022 Facelift einige Dinge geändert. Skoda sagt, sie haben es vereinfacht. Diskutieren wir dann einfach mal passend in dem Video. Was aber wichtig zu erzählen ist, für alle, die sagen, gefällt mir, eine wichtige Info für die Besteller. In der aktuellen Serie gibt es noch analoge Rundinstrumente. Wer das möchte, jetzt auf jeden Fall zuschlagen, denn die werden Richtung Sommer 2022 rausfallen. Und neben dem optionalen 10 1/4 Zoll Virtual Cockpit, was wir jetzt auch hier haben, wird eine neue 8 Zoll Basisvariante folgen. Ein digitales Komm-Instrument, kein Virtual Cockpit, einfach nur digitale Anzeigen. Das heißt aber auch, dass die analogen Rundinstrumente komplett rausfliegen. Generell wichtig noch zu erwähnen, und das sind Dinge, die ich hier alle nicht zeigen kann, weil wir sie in der Spotlight nicht haben. Es gibt neue Dekore, es gibt unter anderem auch Memory-Sitzfunktion für den Beifahrer, das heißt zum elektrischen Sitz auch noch eine Memory-Funktion und recycelte Materialien bei den Sitzen bzw. ein Eco-Paket, wo unter anderem auch schon die erweiterte LED-Ambientebeleuchtung, die nicht nur hier vorne, sondern auch in den hinteren Türen leuchtet, haben wir hier alles nicht. Ich hoffe, wir kriegen noch ein Fahrzeug, wo das alles mit drin ist. Dementsprechend würde ich sagen, wir starten jetzt direkt auf die Straße. Versteh mal einer die Portugiesen. Also auf einem geraden Stück ist 40 und hier auf so einer Rallye-Stage ist 90. Also, gibt uns die Möglichkeit, eine vielleicht nebensächliche, aber doch irgendwie wichtige Frage zu beantworten. 190 PS in einem Kompakt-SUV, Overkill oder nicht? Es kommt so ein bisschen drauf an, was man vorhat. Wenn man solche Straßen hier findet, kann es durchaus Spaß machen. Dazu angefügt, jetzt im Moment im Fahrmodi-Setting, alles auf Sport bis auf die Dämpfer. Die sind im DCC weiterhin auf Komfort, dass wir hier nicht zu hart aus der Kurve irgendwie rausfliegen würden, sondern dass er da ein bisschen schön nachgeben kann. Und dadurch geht er auch über die Wellen, die wir hier durchaus mal haben, relativ sanft drüber. Und wir haben trotzdem diesen typischen SUV-Komfort. Ich kann da spaßeshalber einfach mal in Sport gehen. Dann wird man merken, es wird unruhiger. Also, ja, der ein oder andere, dem wird das gefallen, so ein bisschen straffer. Aber bringt natürlich auch ein bisschen mehr Unruhe ins Fahrzeug rein. Gerade auf so unebenen Straßen, die wir hier haben. Dazu möchte ich eins betonen. Der Wagen ist definitiv nicht dazu gemacht, aber was hier so möglich ist und wie er so fährt, so jetzt merkt man so ein bisschen die Unruhe, zeigt vielleicht auch immer so ein bisschen, wenn sowas geht, dann hat so ein Fahrzeug auch
eine an sich sehr hohe neutrale Fahrstabilität und erst unter sehr hartem Lasteinbremsen haben wir ein problematisches Untersteuern, aber ansonsten hält sich das in Grenzen. Das ESC greift so praktisch gut ein und auf der anderen Seite haben wir den Allrad, der gerade dann auch aus den Kurven raus wieder so ein bisschen neutrale Fahrstabilität bringt, sodass der Allrad durchaus auch seine Vorteile hat, wenn man jetzt nicht unbedingt im Offroad-Gelände unterwegs ist oder irgendwie was ziehen möchte. Klingt schon ziemlich kernig so für einen Vierzylinder, der eigentlich in einem etwas legereren Kompakt-SUV drin steckt, ohne irgendwie sportlich sein zu wollen. Dabei ist sowohl die S-Gasse als auch die manuellen Schaltbefehle ziemlich sportlich unterwegs, wenn man dann den Antrieb komplett in Sport schaltet. Denn, das werdet ihr vielleicht nachher noch so ein bisschen hören, im normalen Fahrbetrieb ist das Ganze ziemlich entspannt unterwegs und man merkt eigentlich von den Schaltvorgängen kaum etwas. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt ein bisschen locker da runterfahren, dann ist das Ganze ruhig, komfortabel. Die Gasannahme ist verhältnismäßig eigentlich schon sehr stark gehemmt. Wenn ich jetzt hier einen Kickdown irgendwie mache, versuche das erstmal sowieso im vierten, schalte gar keinen Gang runter und er zieht auch nicht so schnell an wie in der S-Gasse oder generell in Sport. Zum Thema Verbrauch, wenn man jetzt nicht gerade hier die Berge rauf runter fährt, im Stadt-Land-Bereich kann man so mit 5,5 Litern rechnen und wenn wir dann auf die Autobahn gehen, portugiesische Art, das heißt maximal 120 km/h, dann liegt man bei ziemlich exakt 7 Litern. Und das finde ich beides zusammen ziemlich ordentlich, gemessen vor allem an dem Potenzial, was hier hinter dem Antrieb steckt. Wenn man natürlich ein bisschen volllädt oder ziehen möchte, dann treibt der Verbrauch natürlich ein bisschen nach oben. Aber er hat auch alle Eco-Tricks, die irgendwie gehen. Das heißt, zwar nicht die Zylinderabschaltung, wie es der kleinere Benziner hat, die aber vielleicht als auch in Realität nicht so viel bringt, wie man immer sagt. Er hat aber das Auskoppeln, heißt Motor von Getriebe trennen und einfach so vor sich dahin segeln, was zum einen ein wenig Ruhe reinbringt, insbesondere wenn man vielleicht auf eine Ampel aufbremst oder sonst was oder weiß, okay, ich kann jetzt hier entspannt ausrollen, hat durchaus seine Vorteile und man merkt es auch ganz dezent im Verbrauch. Ansonsten vom reinen Fahreindruck hat sich nicht wirklich was geändert, obwohl ich glaube, wir diesen Motor so noch nicht hatten und ich finde es schön, dass er noch angeboten wird. Vielleicht nicht unbedingt toppy, dass er nur als Sportline kommt. Aber ich glaube, wer den Antrieb möchte, der wird sowieso die sportliche Optik wünschen. Und sie ist ja auch eher dezent sportlich. Ist ja jetzt kein übertriebenes Spoiler-Set irgendwo dran, sondern es ist ja relativ dezent. Nur hier im Interieur sind so ein paar Unterschiede vielleicht zu den normalen Lines zu sehen. Muss es der Motor sein? Ich glaube nicht. Allerdings kann ich auch nochmal auf ein anderes Video verweisen, wo ich gesagt habe, dass dieser Motor eigentlich eine ziemlich gute Zwischenstufe ist bei den Varianten oder bei den Modellen, wo es noch ein bisschen mehr gibt. Zu alltäglicher Sportlichkeit gepaart mit akzeptablem Verbrauch und trotzdem ein wenig Dynamik für eben sowas, wenn man auf solche Straßen trifft. Aber der Antrieb auch nicht dazu reizt, immer Vollgas zu geben, sondern man es eben auch mal ruhiger angehen lassen kann. Ruhig, vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Windgeräusche finde ich okay jetzt auf den portugiesischen Autobahnen. Zugegebenermaßen kommt auch viel jetzt durch den Regen und so weiter dazu. Ich finde, es ist ein komfortables Dasein. Insbesondere, weil der Benziner im normalen Setting nicht wirklich groß laut ist. Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, und ich finde es gut, dass es so ist, es ist nur ein dezentes Facelift, das vor allem, wenn man Modelljahr 2020, 2021 eventuell kennt, hier innen nicht so sehr auffällt, aber eben auch im positiven Sinne soll heißen, wir haben beispielsweise noch eine manuelle Klimaverstellung hier unten, Direktwahlknöpfe für Sitzheizung, Verstellung von der Klima per se und auch noch so ein paar Knöpfchen wie Start-Stopp aus, Parkassistent und Direktzugriff auf die Kameras und das sind alles Dinge, die in den neueren Modellen teilweise hier drin sind und nicht unbedingt als Direktzugriff verfügbar. Und von der Erreichbarkeit des Touchscreens selber
ist meiner Meinung nach okay. Er ist auch relativ übersichtlich gestaltet, sodass man da einen ziemlich guten Schnellzugriff hat, wenn man irgendwas Bestimmtes sucht. Und ansonsten kann man zumindest auch mal probieren, die Sprachsteuerung ein bisschen zu bemühen. Die kann bei einfachen Befehlen helfen. Bei schwierigen Dingen wird es etwas komplizierter. Aber wenn man genau weiß, was man ihr an den Kopf werfen kann, funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Letzte Worte zum Kanton Soundsystem. Es ist höchstwahrscheinlich die bessere Option von den Soundsystemen. Allerdings muss man im Setting auch so ein bisschen rumspielen, dass es wirklich nach viel Volumen klingt. Auf dem Null-Setting ist es mehr ein professioneller, gediegener Klang, aber nichts, was jetzt irgendwie in irgendeine Richtung vom Hocker reißt, sondern mehr so für die Langstrecken-Genussmomente konzipiert. Und zum Abschluss noch mit den Assistenten, jetzt unter erschwerten Bedingungen hier bei etwas härterem Regen. Das heißt, hier alles komplett auf der rechten Seite. Einmal kann man hier Lane Assist, ACC, Side Assist, also Totwinkelwarner, Rear Crosstraffic Alert sowie Front Assist anschalten oder ausschalten. Lane Assist bleibt auch, wenn man ihn ausschaltet, aus. War zum Beispiel jetzt bei der Zündung aus und blieb auch aus. Und so kann man da noch ein bisschen frei wählen, wie man das haben möchte. Das heißt, jetzt seht ihr auch schon, zieht er da ganz schön gut durch die Kurve durch. Können auch gleich in der nächsten Kurve noch mal ein bisschen Geschwindigkeit drauf geben. Und wenn man dann hier die entsprechende Road Preview, also insbesondere was die Schilder angeht, einstellt, dann weiß er auch, zum Beispiel vorher jetzt hier der Berg runter, war 120 auf 100, heißt, er bremst schon ein bisschen vorher ab, weil er eben genau weiß, da kommt jetzt ein 100er-Schild und hat dann auch am Schild wirklich die 100. Und nicht nur das, wenn man eben auch die Verkehrszeichenerkennung in komplettem Umfang aktiviert hat, dann kann auch die erkannten Schilder direkt übernehmen, wenn sie beispielsweise auch dynamisch sind und nicht in der Navigation hinterlegt sind. Und was die Road Preview angeht, insbesondere das Layout Preview, da weiß er zum Beispiel jetzt, sagt er, hier ist 40, oder kommt nochmal eine enge Kurve, die fährt man lieber mit 35. Hat aber dann auch hier von der Autobahn runter, für mich sehr überraschend kurzzeitig, auch direkt die Geschwindigkeit, die für die Kurve dann notwendig war, angepasst, sodass wir von 120 auf 40 relativ entspannt runtergebremst haben und auch nicht den rückläufigen Verkehr auf der Autobahn irgendwie blockiert haben. Abschließend ein kleines Fazit. Bisschen schwierig, denn der Preis für den hier steht noch nicht komplett fest. Konnte ich jetzt leider auch noch nicht rausfinden, werden wir ein bisschen warten müssen. Aber ich finde es schon irgendwie ganz nett, so eine 190 PS Turbobenziner in diesem kompakten Fahrzeug zu haben. Denn ich glaube, verbrauchstechnisch wird er nicht allzu weit weg sein von der etwas kleineren Fassung, hat aber nach oben hinaus viel mehr an Reserven zu bieten. Und optisch, ja, ich glaube, das habe ich jetzt oft genug betont, mir gefällt das Facelift mehr als zuvor, denn insbesondere die etwas bulligere Optik hat es mir ein bisschen angetan. Graphitgrau finde ich auch ganz cool und ansonsten hat er vor allem noch so ein paar Goodies von früher behalten, die nicht unbedingt hätten verbessert werden müssen, das heißt beispielsweise manuelle Klimasteuerung, aber trotzdem nimmt er alles, was irgendwie geht, von neuer Infotainment-Technik mit. Und das war's auch schon mit dem Skoda Karoq Facelift 2022. Sternchen, eventuell kommt da noch mal ein bisschen was nach von uns, aber für diesen Moment mit Graphitgrau, mit 190 PS TSI soll es das mal gewesen sein. Jetzt diskutiert los. Was haltet ihr von den Änderungen, insbesondere technisch als auch optisch? Und was sagt ihr zur neuen Farbe? Ich persönlich finde sie ja sehr cool, sehr gut gelungen. Und hier sieht sie gut aus, aber insbesondere wenn es heller wird, sieht sie noch mal ein bisschen besser aus. Diskutiert los, wir mischen sehr gerne wieder mit. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.